Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Herzlich willkommen zu einem neuen Road to Commander von mir in Modern Warfare 2. Wer den ersten Part verpasst hat, unbedingt anschauen. Link in der Beschreibung, gleich zur Playlist und den allen anderen weiteren Videos von dem Road to Commander in diesem Spiel. Vielen Dank an den ganzen Support beim ersten Part. Es war ziemlich witzig eigentlich, muss ich sagen. Also, wir haben zum Schluss mit der Sniper gespielt. Und ob ich gewonnen habe oder nicht, das werde ich natürlich nicht spoilern, damit ihr Bescheid wisst. Und da ist was richtig Heftiges passiert, aber wie gesagt, ich will nicht spoilern. Vielen Dank fürs erneute Einschalten. Und irgendwie fällt mir gerade auf, dass ich schon so lange mal dieses Intro habe, aber irgendwie komme ich davon einfach nicht los. Ich glaube, so viele Menschen machen sich darüber lustig, aber ich komme einfach nicht von diesem Intro weg irgendwie. Das gehört quasi zu diesem Kanal hier. Aber darum geht es gar nicht, denn wir sind mittlerweile Level 6 und bis jetzt läuft es ziemlich gut. Ich schau mal später, was für eine KD wir haben, so in 5 Parts oder sowas. Wir werden erstmal mit der... Sag bitte nicht, ich habe noch... Ernsthaft, ich habe noch nichts freigeschaltet. Kein Rotpunktvisier, kein Granatenwerfer, gar nichts. Das werden wir noch freischalten müssen. Wie viele Kills brauche ich dafür? Dafür brauche ich... Okay, der Granatenwerfer ist scheißegal. Meisterschütze 2. Keine Ahnung, woran es genau liegt. Aber das kann euch auch uns genau egal sein. Wir werden erstmal einen Clan-Tag benutzen. Mit... S-E-M. Wer weiß, was es bedeutet, S-E-M. Der ist ein langer Zuschauer meiner Videos. Denn S-E-M, das müsste eigentlich... Warte. Okay, wer weiß, was ZSEM heißt, der ist ein langer Zuschauer meiner Videos. Wer weiß, was ZSEM heißt. Gut, eine Sache, die ich noch gucken wollte. Und zwar, ob wir neue Perks freigeschaltet. Nein, haben wir nicht, aber wir haben Schmerzmittel freigeschaltet. Und ich weiß, Schmerzmittel ist die dümmste Todesserie ever. Aber es ist halt die beste hier, deswegen werden wir sie auch nehmen. Und wir gehen dieses Mal in ein Team Deathmatch rein. Für ein bisschen Abwechslung. Vielleicht hätte ich doch zum ZSEM machen sollen. Ja, Afghan! Afghan! Geil! Eine der besten Maps hier im Game. Ohne Scheiß, die beste Map. Ich erkläre euch mal gleich während dem Spiel, wieso. Ja, das ist einfach eine so geile Map. Ohne Scheiß, diese Map ist die beste ever. Wirklich, die beste ever. Wir werden auch die OMP hier benutzen. Oder? Ich weiß gar nicht. Wir lassen uns die Pharma erstmal benutzen. Die Pharma ist vollkommen in Ordnung. In Zukunft werden wir auch noch Bodenangriff spielen. Da werden wir unsere Nukes versuchen. Ich glaube, wir werden überall unsere Nukes versuchen. Und ich hoffe, wir schaffen die 10 Nukes... in jedem Game. Das wäre sehr, sehr geil. Da würde ich sehr, sehr glücklich sein. Einen Moment mal. Oh, verdammt. Jetzt ist es zu spät, ne? Jetzt muss ich auf diese Empfindlichkeit spielen. Verdammt. Da kämpfen auch sehr, sehr viele rum übrigens. Hier. Aber hier ist im Moment keiner. Weil die meisten snipern. Oh, mein Nase juckt. Könnt ihr bitte kratzen kurz? Bitte. Kratz mal bitte. Sag mal, gibt es hier überhaupt Spieler? Sind die überhaupt Spieler? Überhaupt online? Ich sehe niemanden. Ah, von links wahrscheinlich. Wo sind die denn? Ist es denn ernst? Ach ja. Danke für den ersten Kill. Hätte nicht nötig gewesen. War nicht nötig, aber... Okay, vielen Dank trotzdem. Danke für den zweiten Kill. Du bist echt ein netter Kerl. Ich mag deine... Nein! Oh, da ist er gespawnt. Ich wusste es. Es war so klar, dass in diesen Spawns hier in MW2... Man kann die richtig ausnutzen. Den killen wir. Pass auf. Zieh euch mal den Kill rein. Fuck. Hätte das geklappt, dann wäre ich der Coolste in dieser Folge. Beziehungsweise das erste Mal der Coolste in meinem Leben. Das ist traurig, aber wahr. Vor allem, die können ja auch gar nicht zielen. Die Gegner, die sind alle schlecht. Im Gegensatz zu uns. Wir sind die Besten. Wo sind die denn alle? Alter. Ich wollte gerade, sorry. Aber ich hätte den killen müssen. Aber ich wollte gerade gucken, ob hier überhaupt Leute drin sind. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin hier alleine. Hier drinne. Und ich zocke hier alleine dieses Game. Kann das... Sag mal, was ist denn los, Alter? Alter, Schwede. Und wir sollen einen Nuke bekommen. Na, das wird geil, Alter. Da freue ich mich schon drauf. Ich hab die Pille, mein Freund. Du bist so einfach zu schlecht, um mich zu killen. Oh, ne Model. Die sieht so geil aus, diese Waffe. Ich liebe sie. Zwar nicht mehr als die Spaß, aber ich liebe sie. Ich liebe ihre Muskeln. Ihr habt mich schon verstanden. Ich liebe ihre Muskeln. Ich werfe mal kurz einen Semtex dahin, um ihn schon mal vorzuwarnen. Der kämpft ja immer noch, ne? Wow. Bestes Aim ever. Gut, jetzt sind die wenigstens alle da hinten. Die werden wir locker flockig aus der Hüfte holen. Hoffe ich zumindest. Wow. Komm her, mein Freund. Genau, verdammt. Mein Aiming ist, ich glaube aber, ganz ehrlich, Leute, ich spiele noch mit diesem Sniper. Mit der Sniper-Empfindlichkeit. Gott, Alter, was? Mit der Sniper-Empfindlichkeit spiele ich noch leider. Wo ist der? Der ist hier irgendwo. Sag mal, boosten die oder sowas? Kann es sein, dass hier einer drin ist? Hä? Moment mal, seht ihr das? Mein Fahnenkreuz bewegt sich. Ach, da hinten! Was zum Teufel?
Was ist das hier für ein Spiel? Oh mein Gott! Bester Spieler ever! Yeah! Wow, da kämpfen sogar alle drin, ne? Alter Schwede, verdammt. Aber wir müssen die alle rausholen dort. Alter Schwede. Wo ist er? Zeig dich. Zeig dich, mein Freund. Flavio Simonetti hier. Sorry, das war unnötig, aber ich mag sein Intro irgendwie. Wie ging es immer sein Intro? Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Ist so ein Fitnesstrainer. Er sagt immer, hallo, mein Freund. Flavio Simonetti hier. Ein schöner Headshot auf mein Konto überwiesen. Oh mein Gott, das war eine knappe Geschichte, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich weiß schon von wo. Was? Wow, mein Gott. Bester Tuber ever. Ich bin eifersüchtig auf seine Skills. Vorräte auf mein Konto, wenn ich den AC-130 bekomme. Was? Ich hätte nicht gedacht, dass die jetzt da spawnen. Nein! Oh Gott, schade. Aber ich liebe diesen Hitmarker-Sound hier. Der war hier noch so, keine Ahnung, so schön. Gib mir irgendwas Gutes, komm schon. Irgendwas Gutes. Fuß Road to Commander. Ich bete sogar, ich bete jetzt. Seht ihr? Das ist meine Art zu beten. So bete ich auch mal im echten Leben. So bete ich definitiv. Präzisionsluftschlag. Beste Killstreak ever. Machen wir mal. Was denkt ihr, wo die sind? Ich wette, die sind hier. Kann ich mir vorstellen. Ich mache einfach mal. Ich bin gespannt. Ja, das war definitiv der beste Präzisionsluftschlag ever. Und dieser Präzisionsluftschlag definiert sogar seinen Namen. Präzisionsluftschlag. Auf jeden Fall der größte Skiller der Welt. Hier ist der schöne Claimer platziert. Hat er sehr schön gemacht, der Teammate. Mach bitte weiter so. Wir lieben deine Muskeln. Wir lieben deine Muskeln. Und ohne Scheiß, ich habe Angst, da reinzugehen. Ernsthaft, ich habe Angst, da reinzugehen. Das ist echt ein Ort für Leute, die... Ja. Genauso für Leute wie den hier. Was? Das will ich sehen. Sorry, ich kann nur lachen drüber. Die sind so schlecht hier. Keine Sorge, Leute, wenn ich jetzt mal meine ganzen Sachen bekommen werde. Verbündete Harrier. Ich bin stolz auf mein Teammate. Wenigstens spielen meine Teammates gut. Wow. Sorry, Leute, ernsthaft. Aber das war halt das. Ich finde es halt so geil an dem Spiel irgendwie. Dass jeder immer in der Ecke campt. Und diese Pisser, die da immer runterspringen. Gott, die sind auch von. Die kommen von überall irgendwie, habe ich das Gefühl. Wow. Ich glaube, die spawnen jetzt auf dem Dach, ja. Tun sie. Ich sollte lieber reingehen, bevor ich noch zermalmt werde. Von der besten Tube der Welt. In ganz COD. Komm, gib mir deine Kills. Oh mein Gott, das war eine knappe Geschichte. Erledigen 10 Gegner mit dieser Waffe. Endlich, wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben den YouTube, Leute. Eine Drohne haben wir sogar. Wir sind die besten Spieler der Welt. Mein Ziel ist es ungefähr so 20 Atombomben. Mal sehen, ob ich das schaffe. Nein, nein, nicht. Ich musste die Animation canceln. Der Typ hat eiskalt. Oh, ich wollte gar nicht die Predator aktivieren, aber okay. Oh, 2 Kills sogar. Nice. Perfekt. Schade, dass ich die Harrier nicht habe. Jetzt zählt es übrigens dazu, wenn ihr mit der Predator 2 Kills machst. Oh mein Gott, scheiße. Oh nein, doch, ich spawne in der Nähe, aber die kriege ich nicht mehr. Die wird sich entweder ein Teammate nehmen oder ein Gegner. Ein Gegner könnte ich doch aufhalten. Ah nee, wir haben ein Heli in der Luft, okay. Ein Geschütz ist sowieso nicht so gut. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast ein Geschütz bekommen. Wahrscheinlich war das dein erstes. Denn ich freue mich so, mein Ziel ist erfüllt. Ich bin so glücklich. Alles klar, wir haben gerade ein Menschenherz. Menschenherz zum Freuen gebracht. Ist doch mal was Gutes. Wow, nicht schlecht. 17 zu 9 läuft bei uns. Beste KD EU. Nein, es wird noch besser, definitiv. Keine Sorge. Haltet alles steif bis dahin. Kommt gar nicht auf die Idee, es locker zu lassen. Okay? Das macht ihr die Frauen in eurer Umgebung traurig. Und das wollen wir nicht. Übrigens, diese Farbe, also diese Camo, diese Tarnung sieht so geil aus. Ich liebe sie. Ich liebe die Muskeln. Yay. J irgendwas. Das sieht aus wie ein Hacker. Ja, Verwähler, geil. Oh, ich liebe, oh mein Gott, ich liebe es so. Ich liebe dieses Feeling, wenn ich ich weiß nicht genau, aber... Ich weiß nicht, aber es ist so ein schönes Gefühl irgendwie, wenn man diese Maps da unten sieht. Ich freue mich einfach. Ich habe dieses Gefühl echt bei keinem COD mehr gehabt, außer auf Raid. In Black Ops 2, wenn ich Raid sehe, denke ich auch mal so. Aber wenn ich Favela sehe, das erweckt in mir so Glückshormone irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Wir nehmen den Granatenwerfer mit, weil wir die Besten sind eigentlich. Wer ihr skippt, Alter, wer ihr skippt, dann keine Ahnung, was ich mit euch anstelle. Ich glaube, jetzt werden wir mal mit der MP5 spielen.
auch eine sehr, sehr schöne Waffe. Ich nehme die PP2000 mit, weil wir noch keinen Plünderer haben. Aber ich denke, Plünderer würden wir sowieso nicht mitnehmen, weil wir eher uns auf Marathon Fingerfertigkeit verlassen. Und hier gibt es nicht irgendwie sowas, dass man zwei Extras nehmen kann oder sowas in einem Slot. Und deswegen nehmen wir erstmal eine andere Waffe. Wir nehmen auch erstmal keine Tarnung mit, weil mir gefallen die ersten Tarnungen nicht so. Und wenn wir Glück haben, werden wir sogar Host. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Ich werde übrigens versuchen, in jedem Game, in jedem Part ungefähr so 2 bis 3 Spiele zu machen, je nachdem, wie lange sie dauern. Und also zum Beispiel, wenn ich 2 Herrschaftsspiele mache, das reicht dann, denke ich. Aber zum Beispiel bei 3 Team Deathmatch, weil Team Deathmatch nicht so lange gehen, werden wir auf jeden Fall Team Deathmatch spielen. Und heute müsste Sonntag sein. Ich müsste das am Sonntag uploaden. Oder am Samstag, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht genau sicher. Gut, wir spielen mit der MP5 mal. Eine nicht so gute Waffe. Also die ist ultra, ultra überpowered im Nahkampf. Aber im Fernkampf könnt ihr den wirklich 0 gebrauchen. 0. Also wirklich 0. Wenn ich sage 0, dann meine ich auch 0. Also ihr wisst schon, was das bedeutet. Wieso kann ich da nicht überhüpfen? Keine Ahnung. Ja, ihr seht schon. Oh mein Gott. Alter Schwede. Der hat Hauptsache eine Woche vor mir geschossen und wurde trotzdem eliminiert. Da seht ihr schon mal ungefähr, wie das aussieht. Ich glaube, der Typ war einfach aufgeregt, weil ich neben ihm stand. Definitiv. Guck mal, nicht meine Sturzflinte kann was gegen mich anrichten. Ich nehme mal kurz. Beziehungsweise ich nehme erst. Nein, 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 nein. Oh, ich liebe es. Es macht so Spaß. Ich überlege mir, von wo er kommen könnte. Hallo. Bester Spieler, EO. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, dass wir das Spiel hier spielen. Oh mein Gott, verdammt. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Mein Teammate hat mir die Sicht versperrt. Mamma mia, picobella pistazie. A quando ria. Come ti chiami? Kurwa, jak ci idzie? Jak się masz? Da muss einer gleich langkommen. Wow, die Box ist EP. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Wir haben eine MP. Ohne Scheiß, werde jetzt hier. Ich würde euch High Five geben. Pff, als würde ich dich nicht sehen, du Pisser. Ich aktiviere sie jetzt einfach mal. Oh mein Gott, das wird dich so stören. Ohne Scheiß, das. Oh verdammt, da ist er. Oh, ich dachte, das wäre ein Gegner. P90 mit Schallimpfer, ich wollte euch die mal kurz zeigen. Auch eine perverse Waffe. Seht ihr, also, die Waffen hier sind einfach ultra. Oh, verdammt, das war schlecht. Ja, ich gebe zu, das war schlecht. Okay, das war schlecht. Ich aktiviere mal die. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Wenn das so weitergeht, bin ich gleich tot. Nein! Ah, das war klar, dass ich sterben werde. Ich war so schwach. Ich war einfach so schwach. Die sind jetzt auch ultra vorsichtig. Ja, eine Predator hat ihn weggeholt, oder? Zerstören Sie ein Auto, läuft bei mir. Endlich habe ich ein Auto zerstört. Mein Lebenstraum wurde erfüllt. Ah, ich wollte gerade sagen, Überraschung. Ich bin wieder zu ihm zurückgekommen. Also wenn mein Team jetzt nicht gewinnt, ne, habe ich keine Ahnung, was da los ist. Unter mir. Oh, verdammt. Ich plane etwas. Und zwar, ich plane. Wo ist er? Sehe nicht. Ah, mein Auge juckt. Manchmal würde ich euch fragen, ob ihr kratzen könnt, aber ihr seid immer so weit entfernt. Ich frage mich eigentlich, wo ihr wohnt. Ich wohne in Hannover. Aber ich will umziehen. Oh, wow. Okay, da hatte ich eigentlich nicht so wirklich eine Chance. Yay, auf Glücksdrohne. Ich bin glücklich. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Da ist einer. Oh mein Gott. Das war jetzt nicht so. No. Ich wusste es. Ich habe drauf gewartet. Das war quasi so ein Überraschungsshot für ihn. Link. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Frag mich nicht, wieso. Ernsthaft nicht. Er hat eine Claymore dort gelegt. Aber darauf falle ich nicht rein. Ich deaktiviere die Claymore einfach. Ein hinter mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich überlebe. Alter Schwede. Verdammt, die Harrier wurde. Oh mein Gott, dieser Typ mit der Stuhlflinte, der muss sich auch denken. Ich bin der beste Spieler ever. Bist du aber nicht. Du bist der schlechteste, falls du das hier siehst. Und ich hoffe, du wirst. Er hat mein Dings da. Meine Schritte gehört. Ist halt der Nachteil, wenn man kein Ninja hat. Ninja ist dir ernsthaft eine Pflicht. Also die Schritte, die man hört, das ist echt nicht normal. Ernsthaft nicht. Das ist nicht normal. Ninja ist eine Pflicht. Headshot. All planned. Das kann nicht wahr sein. Dieser Typ ist einfach so OP. Ich bin nicht mal Erster. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil ich keine Killstreaks habe. Der Typ bekommt die ganze Zeit Harriers und so weiter und so fort. Aber wenigstens haben wir einen guten Spieler wenigstens hier dabei. Weil da können wir wenigstens gewinnen, das Team Deathmatch. Ich versuche hier. Was? Was? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das liegt auch in meiner Connection irgendwie. Kann das sein? Ich sterbe nur noch.
Und nein, es liegt nicht an der Waffe oder sowas. Das liegt gerade echt daran, dass ich nur Pech habe. Der ist da. Auch ein sehr, sehr guter Spot hier. Einfach hier kurz reinschießen. Der Gegner freut sich dann immer. Ich warte hier kurz. So, vielen Dank. Oh mein Gott. Ja, Predator. Ich leg mich kurz mal hier hin. Die werden zwar dort spawnen, glaube ich. Aber hier ist man quasi unsichtbar. Ja, deswegen war der Spot so OP. Das habe ich aber auch schon beim ersten Dings erwähnt. Oh, verdammt. Verdammt. Ah, ich habe die PP 2000. Jetzt könnt ihr mal gleich sehen, wie overpowered die ist. Das könnte eine... Auch der verbündete Harrier. Sehr, sehr gut. Hoffentlich klaut sie mir nicht die Kills. Du, mein Freund, musst sterben. Das ist richtig. Oh, verdammt. Feindliche Aufklärungsdrohne. Das ist alles andere als gut. Weil wenn die Gegner jetzt hier spawnen... Ja, die haben sowieso verloren. Ich will nur die Punkte bekommen. Deswegen habe ich die Vorräte jetzt gerade runtergeschmissen. Komm, gib mir wenigstens die Punkte. Gib mir die Punkte. Geschütz. Ich platziere das jetzt hier. Ich krieg gar keine Punkte, ne? Verdammt. Also ihr seht schon, dieses Teil ist ultra OP. Das könnte auch ein... Keine Ahnung, ein Sturmgewehr sein oder sowas. Von oben, mein Freund. Warte, ich helfe dir. Den machst du sehr schön. Wow. Er hatte die G18, ja, hatte er. Gott, wenn ich die ganzen Waffen habe, dann würde es alles besser sein. Gib mir den letzten Kill. Gib mir den letzten Kill. Ach, schade. Ich glaube, ich hätte sogar den letzten Kill bekommen. Hätte er nicht geschossen. 7500 zu 7200. Welches Level sind wir? 8, Level 8. Gut, das geht ein bisschen langsamer als erwartet. Wir machen aber noch ein Game. Aber nur weil ihr es seid. Ich liebe eure Muskeln. Ich hoffe, ihr liebt meine Muskeln auch. Ah, wow. Der erste ist ein bisschen besser als wir. Ich persönlich bevorzuge es immer erster zu sein, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber... Ja, Trailer Park. Alter Schwede. Okay, nehmen wir mal die Ska-H hier rein. So. Das ist das, was ich sehen will. Vielen Dank. Und als Secondary mal aus Spaß die Schrotflinte. Nehmen wir die Fingerfertigkeit mit Feuerkraft und ruhige Hand mal wieder. Mal sehen, ob ich hier schon... Bitte... Ach, immer noch kein Rotpunktvisier. Aber für die MP5 habe ich es freigeschaltet. Wahrscheinlich, hier. Ja, Schnellfeuer. Das ist aber unnötig, weil, da, wenn die MP5 schießt so schnell, dass wenn ihr wirklich Schnellfeuer drauf nimmt, dass sie verzieht. Und ich hoffe, die Map wird jetzt nicht gewechselt und die Leute haben Geschmack, dieses Mal wenigstens. Ausnahmsweise mal. Ich glaube, ich werde die OMP mitnehmen. Oder nee, ich nehme mal die PW 2000 mit. Ich habe gerade gesehen, wie OP die ist. Obwohl ich das schon vorher wusste. Ich nehme mal die OMP mit, weil ich gerne mit der Waffe, ich würde gerne mit der Waffe hier Dings da bekommen. Genau, das würde ich gerne bekommen. Wir können immer noch keine... Nein, können wir... Ab Level 10 erst, okay. Vielleicht in diesem Spiel oder im nächsten Game. Und ich glaube, die Map dürfte nicht gewechselt werden. Ich habe übrigens hier ein paar Nüsse dabei. Ich bin gerade auf Diät, also jetzt im Real Life. Ich weiß nicht, wer sowas kennt von euch. Aber das sind zum Beispiel Erdnüsse. Ohne Fett im Ofen gebacken. Ich suche auf meine Ernährung zu achten. Weil ich habe eine Zeit lang ernsthaft richtig viel gegessen und ich habe ernsthaft zugenommen. So zugenommen, dass man es nicht wirklich sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses Zunehmen. Was man nicht von außen sieht, nur von, wenn man nackt ist quasi. Und ich bin die ganze Zeit nackt. Also jetzt hier habe ich nur ein T-Shirt an, aber ich habe keine Hosen an. Auch keine Unterwäsche. Ja, will euch das? Soll es auch lieber. Los geht's! Trailer Park mit der OMP. Eine super schöne Map. Eine Semtex hier lang. Hat mir schon mal ein Quadra. Ja, das meinte ich. Wow, er hat mir alle Kills geklaut. Läuft bei ihm. Pisser. Verdammt, der ist ein Sniper dort. Ja. Gib mir wenigstens ein paar Kills. Alter Schwede. Ich habe das Gefühl, ich hätte einen Headshot machen sollen, verdammt. Na, schade. Wenigstens eine Aufklärungsdrohne. Anscheinend habe ich doch einen Kill bekommen, ohne dass ich es gemerkt habe. Wie viele Kills habe ich? 3. Okay, läuft bei mir. Meine Kills wurden leider geklaut am Anfang. Ich habe nämlich, als ich die Semtex mal rübergeworfen habe damals, oft einen Quadra-Feed gefunden. Bekommen, meine ich. Und ich kenne die ganzen Spots hier. Die lernt man nach einer Zeit kennen. Hier kriegen wir Besuch. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich freue mich immer über Besuch. Schaut euch mal, wie OP diese Waffe ist. Beste Waffe ever, ohne Scheiß. Die ist einfach so OP. Einer der stärksten Waffen im ganzen Leben. Guck mal, alter Schwede. Guck mal, der konnte nicht mal was machen. Die ACR würde ich euch zeigen. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich keinen Schalldämpfer für meine Waffe bekommen werde. Packe ich jetzt mal hier eine Vorräte hin. Eine Vorräte, gutes Deutsch. So, Predator, vielen Dank. Gebt mir bitte die Vorräte. Also das, was ihr hier jetzt seht, ist ganz okay, wie ich spiele. Aber damals war ich hier wesentlich besser. Ich sehe gar nichts. Wirklich null. Ich wollte gerade sagen,
Wenn der Typ mich nicht killt, ist er wirklich schlecht. Aber anscheinend hat er mich wirklich nicht gekillt. Der Typ will mich wiederholen. Er will mich einfach richtig. Er will mich so gerne. Ja, Aufklärungsdrohne, perfekt. Schau euch mal, wie präzise die Waffe ist. Das ist die präziseste Waffe im ganzen Spiel. Wirklich, das ist so eine Lasergun quasi. Die Lasergun könnte man sie nennen. Oh nein, hinter mir. Verdammt, ich wünschte in dem Moment, ich hatte einen Scuff oder sowas. Also die ist so präzise. Das ist, oh verdammt. Irgendwo, da hinten. Verdammt. Die sind alle da hinten. Ich werfe mal eine Granate drüber. Oh, das wird eine knappe Geschichte. Nein, Alter Schwede, ich sollte nicht rausgehen, ich bin zu schwach. Ich will nicht sterben. Ich glaube, von da kommen die. Nein, da hinten. Oh mein Gott, war das eine knappe Geschichte. Sieht er mich? Komm, so zeig dich. Da ist er irgendwo, aber ich gehe jetzt davon aus, dass mein Teammate sich drum kümmert erstmal. 17-1. Das könnte gerade eine Atombombe werden. Ohne Killstreaks, aber wir haben ja einen Heli in der Luft. Also wollen wir das nicht vergessen. Nein, hinter mir! Oh Mann, wie schade. Aber auch sorry, ich habe mich gerade extrem konzentriert. Auch ich muss mich mal konzentrieren. Aber echt krass, also ich kenne dieses Spiel quasi auswendig. Bitte wundert euch nicht. Es ist schon, weiß nicht, ich kann das aus. Ich weiß, wo die hin durchlaufen. Hier zum Beispiel der eine Stutter dabei. Wieso Stürre so unnötig ist, habe ich mal in einem Live-Commentary erwähnt. Kann ich aber gerne wieder erklären. Und zwar Stürre ist ein Perk, was wirklich nur die Leute mitnehmen, die keine Ahnung vom Spiel haben. Sorry, ist aber so. Denn es sagt eigentlich nur dem Gegner, ich bin kurz davor, neben dir zu sein. Das sagt es aus. Hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung. Oh mein Gott, bin ich schwach gerade. Gib mir, leg dich hin. Hinter mir. Seht ihr, jetzt geht das Radar aus und ich weiß, jemand befindet sich hier. Und das ist der, guck mal. Verdammt, das war nicht der. Hier ist mein Freund. Predator, nice. Sehr gut, das ist das, was ich sehen will. Verdammt, ich geh mal hier kurz hin. Ich aktiviere mal kurz meine Predator. Ich kill ihn. Bei den anderen werde ich wahrscheinlich so bekommen. Gib mir deine Waffe. Das ist das, was ich sehen will. Gib mir danke für den. Oh. Ich werde ihn mal versuchen anzulocken. Mit Vorräten. Komm schon. Die kommen alle von da jetzt gerade. Alle. Oh mein Gott. Von links. Oh mein Gott. Oh, 30-3. Alter Schwede, von Road to Commander ist echt gut, weil ich muss ja jedes Spiel hochladen. High five. 3, 2, 1. Nice, Alter. Gut, ich hoffe, wir schaffen so eine. Jetzt mal ehrlich, ich habe im letzten Part gesagt, ich will so eine 10er oder 20er KD haben. Das werde ich natürlich nicht schaffen. Das ist jetzt hier eine 10er KD. Wenn wir immer so ein Spiel hätten, dann hätten wir eine 10er KD. Ja, aber vorher nicht. Und wir sind Level 9 sind wir jetzt. Ja, Level 9. Bitte nicht Bailout wechseln, ich liebe die Map. Da habe ich übrigens so krass aufgeholt in diesem einen Live-Commentary im Fly for alle. Das wäre echt krass. Ich hoffe, ihr genießt das Ganze hier, dieses ganze Road to Commander. Wenn ihr das tut, könnt ihr wie immer eine positive Bewertung da lassen. Das lässt mich immer wissen, dass ihr quasi Drogen nimmt. Aber, ja, keine Ahnung. Macht einfach das, was ihr wollt. Denn, juckt mich nicht so wirklich eigentlich. Nein, Spaß. Übrigens, leicht, also eigentlich extra 2, nehmt bitte immer Feuerkraft mit, wenn ihr dieses Spiel jemals wieder spielt. Weil ohne Feuerkraft, ihr seid so schwach, ihr macht keinen Schaden. Ein paar Leute denken sich, ja, Hardline ist doch voll gut, besser, Killstreaks und so. Aber nein, ohne Scheiß, das ist so ein Unterschied. Ihr macht statt... Manchmal braucht ihr statt 3 Kugeln 5 Kugeln, ernsthaft. Oder statt, ja, 3 Kugeln 4 Kugeln. Aber hier in COD ist wirklich jede Millisekunde hat wirklich einen großen Wert, quasi. Modo. Kenne ich zwar nicht. Mein bester Freund. Keine Ahnung, was ich rede. Ich nehme Drogen. Bitte nicht wechseln. Ein paar Leute verlassen sogar die Lobby, weil sie die Dings da nicht mögen, wahrscheinlich. Redet da jemand? Hallo? Ich habe leider mein Mikrofon nicht drin, ne? Okay, das hat mir Glück gebracht, dass ich die Nüsse gegessen habe. Veganer sagt Nüsse ohne Fett. Ohne Scheiß, wenn ihr einen guten Körper habt, ne? Das ist quasi eine Änderung fürs Leben, jetzt ohne Scheiß. Ihr überlegt euch zweimal, ob ihr nicht zum Fitness gehen wollt. Also für die Stubenhocker unter uns. Also für mich. Okay, los geht's, Bailout. Ich glaube, ihr müsst schon mit der Map bekannt sein. Wenn man eigentlich das Video nicht gesehen hat,
Mein erstes COD heißt das. Mein erstes Call of Duty heißt das. Das war so ein krasses Game. Das müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Unbedingt. Und ja, die kommen hier immer rein. Wette, ich krieg einen Kill damit. Oder auch nicht. Immer wenn ich das sage, kriege ich keinen Kill. Der Typ hat gelitten. Er meint ständig, ich liebe es zu fliegen. Das war schon immer mein größter Traum. Ist immer aus Spaß, um euch die mal zu zeigen, wie geil die aussieht. Wow, schaut euch das mal an, Alter, wie krass die ist. Oh, ich bin besser mit du. Ich bin besser mit du als mit der Waffe. Oh ja, können wir schnell nachladen? Ne, leider nicht. Die sieht aber ultra geil aus. Die beste aussehendste Waffe in meinem Game. In dem Game finde ich, die coolste meine ich. Ich warte jetzt kurz, weil ich was anderes nicht machen kann mit der Waffe, leider. Oh, verdammt. Diese Waffe ist so ultra. Ich kann leider nichts anderes machen mit der Waffe. Der ist... Ja, der ist da. Wisst ihr, was ich mache? Oh mein Gott. Ich hab dich... Ja, ich hab das Noob-Tube-Battle leider nicht gewonnen. Verdammt. Der eine Typ hat eiskalt mit. Hier befinden sich gerade alle, wirklich alle. Alter Schwede, ernsthaft? Ich habe ihn nicht bekommen? Wow. Danke, ich... Was? Jetzt ernsthaft nicht? Habt ihr das gesehen? Merkwürdig, ich habe Vorräte, habe ich gar nicht gemerkt. Komm schon, gib mir was Gutes, bitte. Bitte. Irgendwas Geiles, bitte, 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 bitte. Gib mir was Gutes. Wow, immer diese scheiß Hubschrauber. Wie wär's mit einem Payflow? Das ist mein richtiger Hubschrauber. Das hat mich gerade dran, dass ich irgendwie mal mit der AUG spielen will. Ich glaube nicht, dass sie jetzt losgehen werden. Ich glaube, die sind alle da drin gerade. Ja, da ist einer. Wow. Ah, verdammt. Hätte ich eigentlich hören müssen, ich weiß nicht. Ich glaube, mein Heli ist zu laut ein bisschen. Ich bevorzuge sowieso die Harrier. Die ist wesentlich besser, wesentlich besser. Das hat Spaß gemacht mit dem Spiel, deswegen hebe ich die nochmal auf. Ich werde die wahrscheinlich jetzt nicht so oft alleine nehmen. Wo sind die? Okay, die sind da hinten, spawnen die. Komm schon, komm hier raus. Verdammt, er kennt am Fenster gerade. Da ist er. Wow! Das hat gerade geklungen wie ein Hund. In Wirklichkeit bin ich ein Hund. Wow! Alter Schwede. Gott, ich habe immer noch diese Nüsse im Mund irgendwie. Keine Ahnung, das ist... Ja, ich liebe es zu fliegen. Ich liebe es zu fliegen. Das war schon immer mein größter Traum. Falls ich es nicht wusste, jetzt wisst ihr es. Yay. Bester Spieler ever. Ja. Ich habe mich schon gewundert, von wo so schnell zwei Noob-Tubes gekommen sind. Jetzt haben wir leider nur ein 11 zu 5. Aber ich schätze mal, dagegen können wir nichts tun. Die Gegner sind einfach zu gut für uns. Guck mal, er liegt da noch eine Runde. Denn ich liebe es zu schlafen. Er liebt es zu schlafen, habt ihr gehört? Oh mein Gott. Von wo? Ja, natürlich auf mich. Auf wen denn sonst? Ich glaube, die wissen, wer ich bin. Komm, eine Semtex. Bitte kill ihn. Verdammt, das war zu hoch. Leider. Damals hatte ich die perfekte Semtex drauf. Also ich wusste, von wo ich sie wie weit hochwerfen durfte. Um zu treffen. Oh mein Gott. Du Wichser, Alter. Ich hätte schon fast das H-Wort gesagt, aber da bin ich... Alter Schwede, piss mich das an. Gott, hab ich wie Spucke in meinem Mund gerade. Diese verdammten Wichser, Alter. Oh Gott, jetzt werde ich sauer. Langsam werde ich sauer. Schieß die Harry ab, du. Dulli, Alter. Scheiß Teammates. Keiner mag sie. Aber dann, ich suche doch noch Freunde. Keiner will dein Freund sein. Keiner. Schieß die Scheiße ab, Alter. Übrigens, die Harrier schießt euch nur ab, wenn sie auf euch zeigt. Ich habe gerade gespuckt, aber ist egal. Es gefällt euch doch, gibt's zu. Ja, liegt noch eine Runde. Denn ich liebe es zu schlafen. Ja, dann schlaf doch eine Runde. Penner, Alter. Ja, Skill. Bitte gib mir ein bisschen Skill. Bester Skill ever. So ein Gameplay gefällt euch, ne? Das ist das, was ihr sehen wollt, definitiv. Hab doch gesagt, ich bin der beste MW2-Spieler. Oh, mein Gott, das ist quasi jetzt so ein kleines Battle. Er hat eine Claymore dort platziert. Die wird aber nicht klappen. Oh mein Gott, habe ich mich erschreckt. Er hat da gel...
Oh, er hat da gelegen. Oh mein Gott, jetzt kommt... Wow. Sag bitte nicht, die gewinnen jetzt noch oder sowas. Sag bitte nicht, die gewinnen jetzt noch oder sowas. Bitte. Verdammt, er ist nicht mal tot. Meine Teammates sind so schlecht. Schon wieder eine... Oh, komm schon, beeil dich. Wie wär's, wenn du einen normalen Raketenwerfer nimmst zum Abschießen von... Von hier, genau. Das meinte ich. Ich sollte mal ab von hier mal eine werfen, verdammt. Oh mein Gott, gib mir die. Damit ich nicht im Nachteil gleich bin. Oh Gott, ich muss nachladen. Oh Gott, ich habe vergessen, dass die Waffe nachlädt. Ach man. Oh, dieser Typ kämpft so rum. Der Bastard, Alter. Wow, wir verlieren ernsthaft noch. Leute, ich nehme das gerade jetzt hier schon ernst. Ich habe keine Ahnung, wie das kommen konnte. Guck mal, ein Team an. Wow, bestes Teammates ever, Alter. Bester Score ever. Ja, bitte töte mich mit der... Bitte töte mich irgendwie einfach. Das gefällt mir. Töte mich an, wenn du mich tötest. Kann jemand vielleicht die scheiß Payflow im Himmel eliminieren? Hab den Spaß, die gerade mit dem Semtex bekommen. Das hat er auch nicht anders verdient, der Loser. Komm, der zeigt dich. Ich liebe, wenn ich für die Waffe erstmal einmal Schalldämpfer oder Rotpunktvisier frei habe. Ist alles vorbei, Leute. Ah, wir dürfen nicht vergessen. Ich habe meinen Skill-Tube. Mein Skill-Tube habe ich. Ja, er aber auch. Er aber auch, meine Damen und Herren. Er aber auch. Ah. Verdammt, wir haben verloren. Mit 3 Kills haben wir verloren, weil meine Teammates so schlecht sind. Der Beowulf. Was hat der für einen Score? Nee, das war der letzte, ne? Das ist Deutscher. Wir nehmen auch die Deutschlandflagge, damit wir allen zeigen können, dass wir Deutscher sind. Und auf jeden Fall, läuft bei uns. Gut, das war's mit dem Road to Commander für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Ich weiß es zu schätzen. Ich werde hier übrigens nebenbei schon mal auf meine Farmers Rotpunkt, wie sie ja tun. Einen Daumen nach oben geben. Link in der Beschreibung zu der Playlist zu allen anderen Parts. Bitte checkt die aus, nachdem ihr einen Daumen nach oben gegeben habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!